herzlich willkommen zu Schrabbenwindows 1.0. Südwestfalen sagenhaft. So nennt sich eine Reihe, die Mut Sauerland im vergangenen Jahr bereits initiiert hat. Es ist ein Erzählfestival an besonderen Orten. Gefördert wurde dieses Projekt im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr von der Kulturregion Südwestfalen und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Aber das ist ein bisschen Stress. Das ist ein bisschen steif, oder? Das ist irgendwie blöd. Also wenn es um Märchen geht, ich finde, müssen wir das anders machen, oder? Müsste man anders ansagen. Also erstmal brauche ich mal eine Brille. So. Vielleicht wie ein Märchen. Einfach ein Märchen klingen lassen. Vielleicht wie ein Märchen. Also es geht um Märchen. Denn hierbei handelt es sich um ein Erzählfestival, das an besonderen, sagenhaften Orten Südwestfalens stattfindet. In der Reihe Verwunschen werfen wir einen Blick hinüber zur Waldenburger Bucht nach Attendorn. Dort findet man mitten im Naturschutzgebiet mit Blick auf die Biggetalsperre die Überreste eines historischen Gemäuers, der Burgruine der Waldenburg. Die Burgruine der Waldenburg. Ja. Übrigens ist fast nur noch ein Turm dort zu sehen, doch man spürt deutlich die geschichtsträchtige Aura. Inmitten dieser erzählt Tanja Schreiber, eine wunderbare Erzählerin, ein uraltes Märchen. Das Glück des Holzhackers. Und musikalisch begleitet wird sie von Günther Sagafe. Auf einem fantastischen Instrument. Ja. Es war einmal ein großer, gewaltiger und über die Maßen reicher König. Zu seinem Land, da gehörten Berge und Seen, Flüsse, Felder, Wälder und eine Burg. Eine Burg so prächtig und uneinnehmbar, mit einer Schatzkammer so tief und so reich gefüllt, wie man sich's nur denken kann. Jeden Tag. Da ging der König hinab in die Schatzkammer, nahm die großen Schlüssel, schloss sie auf. Und dann zählte er seine Reichtümer, er zählte all die Edelsteine, er betrachtete wohlgefällig seine Krone und war zufrieden, denn in seiner Welt, in dieser Burg, da zählte nur der Reichtum. Und das hielt der König für Glück. Am Fuße jener Burg jedoch, da lebte das einfache Volk und unter ihnen war ein Holzfäller. Er war der Ärmste von den Armen. Mit seiner Frau und seinen 6 Kindern lebte er in einer windschiefen Hütte, klein und schmächtig. Jeden Tag, da hatte er die härteste Arbeit zu tun. Er musste Holz schneiden in des Königs Wald. Und das war eine wahrhaft harte Arbeit. Viel Schweiß für wenig Lohn. So gerade eben konnte er seine Familie ernähren. Aber dennoch gab es an jedem Abend in dieser kleinen, ärmlichen Hütte des Holzfällers Gelächter und Musik und Gesang. Es wurde getanzt und es wurden Geschichten erzählt. In dieser ärmlichen Hütte, da lebte wahrhaftig das Glück. Und von diesem Glück, nun, da erzählte man sich im ganzen Dorf und irgendwann, da drang die Kunde hinauf zu des Königs Burg. Und dieser war zuerst verwundert. Was hatte so ein armer Holzfäller wohl zu lachen und zu singen? Und welche Geschichten wollte er auch erzählen, so arm wie er war? Und irgendwann, da wurde der König wahrhaft ärgerlich darüber. Und schließlich wurde er so zornig,
dass er seinen Hauptmann hinunterschickte zur Hütte des Holzfällers und ihm eine Nachricht überbringen ließ. Da trat der Hauptmann vor den Holzfäller und sprach: Höre, Holzfäller, der König schickt mich. Du sollst 50 Säcke Sägemehl mahlen bis zum morgigen Tag, und schaffst du es nicht, so bist du des Todes, und mit dir deine Frau und deine 6 Kinder. 50 Säcke Sägemehl! 50 Säcke Sägemehl! So viel mahlte der Holzfäller in einem Monat. Wie sollte es da schaffen, in einer Nacht die gleiche Arbeit zu erledigen? So ging er nach Haus, nahm seine Frau in die Arme und verzweifelte. Doch sie hob sein Kinn an und sprach: Mein Liebster, 50 Säcke Sägemehl, das ist wahrhaftig nicht zu schaffen. So lass uns unsere letzte Nacht, unseren letzten Abend, die letzte Zeit unseres Lebens so verbringen, wie wir es alle Zeit getan haben. Lass uns noch einmal alle Freunde einladen. Lass uns singen, tanzen. Lass uns lachen und Geschichten erzählen. Komm, komm, wir holen die Kinder. Und das taten sie. Und am Fuße der Burg wurde ein wunderschönes Fest gefeiert. So arm die Leute auch waren, ein jeder ging in seine Speisekammer und holte noch das letzte Stückchen Schinken, ein bisschen Brot. Der eine hatte noch eine Flasche Wein, der nächste ein kleines Fässchen Bier, und sie feierten. Sie feierten, sie lachten und sie sangen. Sie priesen das Leben. Ein Feuer wurde entzündet, und um das Feuer herum, da jagten einander die Kinder, und es war ein wunderschöner Abend und eine noch viel schönere Nacht. Irgendwann, da wurden die Kinder müde und wurden in ihre Bettchen gelegt, und die Nachbarn gingen nach Hause und alle Freunde waren verschwunden. Da war nur noch der Holzfäller mit seiner Frau übrig, und gemeinsam standen sie am Fenster ihrer kleinen Hütte. Und da kam sie doch, die Traurigkeit. Ach, wie grausam ist es, sprach der Holzfäller, ein Leben lassen zu müssen, das so glücklich war. Ich hätte so gern mehr Zeit mit dir gehabt. Da nahm sie ihn wieder in ihre Arme, so wie sie es am Anfang des Abends getan hatte, hob sein Kinn und sprach: Mein Liebster, mir ist es lieber, wenige Jahre mit dir in Glückseligkeit gelebt zu haben, als ein langes Leben voller Angst und Traurigkeit. Da brach die Sonne mit ihren ersten Morgenstrahlen durch den dunklen Nachthimmel. Und im gleichen Moment, da klopfte es an der Holztür des Holzfällers. Der Holzfäller nahm seine Frau, so fest er nur konnte, in die Arme, küsste sie, herzte sie. Sie sagten einander, dass sie sich liebten. Und dann gingen sie Hand in Hand zur Tür und machten diese weit, weit auf. Höre, Holzfäller, sprach der Hauptmann. Schneide 12 Bretter für einen Sarg, denn heute Nacht ist der König gestorben. Thank you.
aber so schön. Und so toll erzählt. Mhm. Das Glück des Holzhackers. Also die Moral von diesem Märchen ist ja so aktuell wie nie zuvor. Denn es geht ja darum, im Hier und Jetzt zu leben und die kleinen Momente des Glücks nicht zu verpassen und das Allerwichtigste, nie die Hoffnung verlieren. Ja, und Tanja Schreiber ist eine wunderbare Erzählerin. Sie lebt in Hamm, ist freie Journalistin, ist Kommunikationsberaterin, Coach, Dozentin in der Erwachsenenbildung und natürlich eine ausgebildete Bühnenerzählerin. Sie hat ein eigenes kleines Theater, ein Erzähltheater in Hamm und hofft, dass sie bald wieder kleine Veranstaltungen machen kann. Ja, das wünschen wir auf jeden Fall. Und wer mehr über sie wissen möchte, der schaut nach unter www.fabulart.de. Und unser Dudelsackspieler Günther Sagafe ist ehemaliger Herbergsvater in der Burg Bildstein gewesen und er hat sich ganz dem Thema und der Geschichte des Mittelalters verschrieben. Er begleitet als Führer Bustouren und Reisevents hier im Sauerland. Und ab und zu kann man ihn vielleicht hier irgendwo in der Region zufällig erleben als Fanfarenbläser oder eben als Dudelsackspieler. Apropos Dudelsack. Wir kommen zum Rätsel. Zum Rätsel vom Hof. Zum Rätsel. Zum Rätsel. Das Rätsel ist heute: Wie viele Pfeifen hatte der Dudelsack im Film? Ach, der Dudelsack im Film. Wie viele Pfeifen hatte der? Hatte der Pfeifen? Das ist ja ein Rätsel. Mehr als eine? Dann müssen wir das nochmal gucken. Ja, dann gucken wir es nochmal. Aber das lohnt sich auch. Denn es war schön. Nicht nur die Geschichte, auch die Haare und das Kleid und die Aussicht und Ja, die Waldenburger Bucht. Also, Ach so, und wer die Lösung hat. Ja, das sollte irgendwo hinschicken, oder? Ja, klar. info@mund-sauerland.de. Es gibt auch was zu gewinnen. Ja, man kann das gewinnen, einen Gutschein hier einzulösen im Kulturgut Schrabbenhof. Im Wert von 14 Euro. Und das Allerwichtigste, nächsten Sonntag 18 Uhr wieder dabei sein und einschalten. Ja, das wird wieder spannend. Tschüss.